So, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer, liebe Maren. Ich freue mich, dass es heute geklappt hat, so spontan. Und du kennst ja meinen Podcast und ich würde sagen, du legst gleich los, weil ich weiß ja auch nicht viel von dir. Hi, genau, danke für die Einladung. Beziehungsweise ich kam auf dich zu, glaube ich, nachdem ich deinen Podcast gehört habe und dachte, nee, komm, ich kann auch erzählen. Und genau, also ich bin Maren, ich bin 35 Jahre alt und habe Schilddrüsenkrebs. Und ich habe das, weiß das noch gar nicht so lange. Ich habe eben im Anfang Februar meine Diagnose bekommen. Und dann ging das alles relativ schnell mit Operation, Therapie und ja, also bin jetzt in der Nachbehandlung. Stopp, fangen wir gleich an. Ich Und weiß nicht, was das in der Serie ist. Das ist immer so. Wie ist es denn entdeckt worden? Ich meine. ja, ich habe 2020 angefangen, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Und da hat man immer vorher eine amtsärztliche Untersuchung. Und die Ärztin tastete meinen Hals ab und meinte, irgendwie fühlt sich da was komisch an, sie findet es ein bisschen dick. Ich dachte, ach, nicht so nett, jemandem zu sagen, dein Hals ist dick. Aber optisch habe ich überhaupt nichts gesehen, also nichts für mich Auffälliges. Und sie meinte, lassen Sie es vom Hausarzt mal abklären, hier fehlen mir die Mittel. Und ja, dann bin ich ein paar Wochen später zum Hausarzt gegangen, der hat geschallt und hat einen ganz kleinen Knoten entdeckt. Meinte aber sofort, relativ normal, ganz viele Leute haben Knoten in der Schilddrüse. Gehen Sie zum Ultraschall, lassen Sie sich da nochmal untersuchen. Ich war zu dem Zeitpunkt dann aber gerade schwanger. Und nee, ich Ultraschall Röntgen, genau. Und dann ist Röntgen halt nicht wirklich möglich. Das heißt, der Arzt meinte, kein Problem. Wie gesagt, ist in den meisten Fällen überhaupt nicht bedenklich, kann eine Zyste sein, dann machen sie es einfach nach der Geburt. Das war dann März 2020 und unser Sohn kam pünktlich zum ersten Lockdown. Das heißt, ja, ich saß dann mit dem Kind und den anderen beiden zu Hause. Wir haben noch zwei Kinder. Ja, habe dann einfach die Zeit zu Hause verbracht, weil man konnte ja irgendwie nichts machen, die Kinder nicht abgeben, gar nichts. Großeltern haben wir auch gemieden, weil Risikogruppe, ne? Und ja, dann war das so eine Mischung aus, ich schiebe das vor mich hin und ich vergesse das auch. Ja, normal. Ja, Arzt Man sagte spürt ja auch. nichts, gell? Das ist Nö, ja das, richtig, ich habe typisch beim wirklich nichts Krebs. gemacht. Man fühlt sich ja gesund, man Ja. merkt es ja nicht. Nee, gar nichts. Und ich meine, also die Müdigkeit, die ich jetzt vielleicht rückblickend darauf schieben könnte, dachte ich halt, naja gut, wir haben drei Kinder, natürlich Ja, bin ich eben. müde. Ja, also. Und dann war ich Anfang diesen Jahres beim Hausarzt, weil ich wegen irgendwas anderem eine Frage hatte und meinte dann, ach, wenn ich schon mal hier bin, nehme ich doch gerade die Überweisung mit zum Röntgen und bin dann in eine Radiologiepraxis gegangen hier bei uns in der Stadt. Und die Dame hat dann erstmal geschallt. Und meinte schon beim Schallen, es dauerte ewig und immer wieder. Und immer wieder am Hals geguckt und da nochmal und an der Seite. Und dann meinte sie irgendwann, ja, da ist ein großer Knoten und die Ränder gefallen mir nicht. Das finde ich nicht so schön. Ich würde gerne sie nochmal zu der nächsten Untersuchung schicken. Und dann wurde ein Scintigramm gemacht, also so eine Röntgenaufnahme von der Schilddrüse mit so einem, ja, ich nenne es jetzt Kontrastmittel. Also das wird. Ist, glaube ich, nicht, aber es ist auf diesen Bildern kann man dann verschiedene Farben erkennen und schauen, ob dieser Knoten kalt oder warm ist. Und dann meinte sie, sollte der Knoten kalt sein, dann müssen wir weiter untersuchen, dann melde ich mich nochmal. Ich glaube, eine Woche später rief sie an und sagte, wir brauchen nochmal einen Termin für eine, es wird dann so eine Gewebeprobe entnommen, wird mit einer Nadel in diesen Knoten gestochen und Gewebe entnommen und haben wir direkt den nächsten Termin ausgemacht und für mich war das schon, dass ich dachte, naja gut, schauen wir halt mal weiter. Bei dem Wort Knoten war schon in meinem Kopf so das Erste, woran ich dachte, Krebs, was anderes kenne ich als Knoten nicht. Und ich lag dann bei der nächsten Untersuchung auf dieser Liege und bevor die Dame diese Nadel in meinen Hals stach, fing sie schon an mit, und wenn die Schilddrüse dann entnommen wird, dann gehen Sie am besten in die und die Klinik und die machen die Nachbehandlung und die Therapie dort. Das würde ich Ihnen so empfehlen. Und dann Wahnsinn. meinte ich irgendwann nur, ich so, Sie wissen scheinbar schon mehr, als Sie mir hier sagen möchten. Was ist es denn im besten Fall?
Da meinte sie, naja, im besten Fall ist es einfach nur eine Entzündung der Schilddrüse, aber das tut normalerweise extrem weh und ich habe gar nichts gemerkt, überhaupt nichts. Und also, da lag das war wieder eine ganz tolle Arzt-Patienten-Kommunikation, darf ich mal wohnen, oder? Ja, ich bin nur trotzdem rückblickend froh, dass sie von Anfang an dann eigentlich mit offenen Karten gespielt hat. Dann kam das nicht irgendwie nicht ganz so krass wie so eine Wand. Aber ich dachte da auch, ich so, naja, hätte sie schon anders sagen können. Ja. Also Aufklärung fängt vielleicht anders an, sagen wir mal so. Ja, aber ich glaube, das ist eine große Thematik. Wie werden Patienten aufgeklärt? Wahnsinnsthema. Ja, wie wird es denen rübergebracht? Also, richtig. Ich meine, dann standst du ja da und im Grunde genommen wusstest du oder hat sie dir ja mitgeteilt durch die Blume, dass es Krebs ist oder sehr wahrscheinlich sein kann. Also höre ich raus, ne? Entzündung tut weh, Krebs tut nicht weh. Also, ja, richtig. Ohne das Wort auszusprechen, wohlgemerkt. Bis jetzt hat es noch nicht gesagt. Noch nicht gesagt, genau. Und genau, da wurde einmal reingestochen, was entnommen und also, es hat nicht weh, aber es war sehr unangenehm, so ein dumpfer Druck auf dem Hals. Und dann meinte sie, es hat nicht so geklappt, ich muss nochmal und nochmal. Boah, echt? Jetzt gerne ist ambulant gleich. Okay. Ja, genau. Wurde auch nicht betäubt oder irgendwas, kann man einfach mal so rein. Es ist wie, als würde man sich ganz lange auf den Hals drücken, bis es anfängt, unangenehm sich anzufühlen. So war das Gefühl. Und dann sagte sie, innerhalb von einer Woche werden wir die Ergebnisse haben, ich melde mich dann telefonisch. Ja gut, dann war halt irgendwann dieser Zeitpunkt gekommen, der Anruf kam und sie betete so ein bisschen ihr Programm runter und fing relativ schnell an mit, hallo Frau Moser, ne, so, wir haben hier ein papilläres Schilddrüsenkarzinom bei Ihnen entdeckt und so weiter und so fort, kann man toll behandeln, das habe ich schon gar nicht mehr richtig gehört. Ja klar, wollte ich gerade sagen, das ist ja wieder das okay, ich habe das Wort Karzinom lieb hängen und ich war froh, dass ich mir merken konnte, das Wort papillär, weil das tatsächlich dann bei meinen ersten Google-Recherchen doch wichtig war, zu wissen, welche Art des Schilddrüsenkrebses ich habe. Das unterscheidet sich doch auch arg in der Behandlung und in, ja, wenn man die Statistik sich anguckt, gibt es da eben den guten Krebs und den nicht so guten Krebs sozusagen. Ja, und dann war das nur, dass sie sagte, melden Sie sich so schnell wie möglich in der Klinik. Da muss jetzt nochmal der Chirurg drüber schauen und der entscheidet dann, wann und wie operiert wird. Okay. Fertig. Okay, dann standst du erstmal alleine da. Wie war das dann? Du bist nach Hause gekommen, du hast drei Kinder, du hast einen Mann daheim und mit dieser Botschaft, die man ja auch erstmal verdauen muss. Ja. Wie war das? Ich war zu Hause, ich hatte, weiß nicht, ob ich frei hatte oder irgendwas und ich bin direkt hoch zu meinem Mann, der hat zu dem Zeitpunkt, war im Homeoffice. Naja, stimmt, war Corona, genau. Ja, und wobei, das war jetzt ja Anfang des Jahres, aber er ist immer noch im Homeoffice einfach und bin hin und nur geklopft und bin in Tränen ausgebrochen und meinte nur, die Ärztin hat gesagt, ich habe Krebs und das war so. Ja. Und wir mussten beide, also er hat nicht, mein Mann ist jetzt niemand, der komplett voller Emotionen dann durchdreht, ist auch gut. Aber man hat schon gesehen, dass er sich gerade echt ein bisschen am Riemen reißen muss und meinte einfach nur zu mir, wir kriegen das hin, das schaffen wir zusammen. Und das war für mich eine gute Reaktion, weil ich das in dem Moment brauchte. Mir jetzt nicht noch und erzähl mal und was ist da los und sondern einfach nur gerade da sein. Das Ja. Und die Kinder, wie alt sind die von, also Baby bis Die sind jetzt 2, 4 und fast 7. Okay, der 7-jährige, 4, so in der Mitte, ne? Ja, also, genau. Aber war ja auch schwer, das denen zu vermitteln. Aber du warst dann auch gut, dass dein Mann erzählt und du hast schnell gegoogelt, was wir ja alle machen. Ja. Und was hast du denn rausbekommen bei einem Schilddrüsenkrebs? Ich meine, jetzt weißt du mehr, ist das typisch für unser Alter? Oder für dein Alter, 35 ist das sehr jung? Doch, ich glaube tatsächlich so 35, Frauen sind häufiger betroffen und 35 geht so langsam los. Aber ich glaube so die Hochzeit ist so bei 60 Jahren. Und wieso ist man mehr betroffen? Was ist die Ursache, Vermutung? Oder wenn das auch immer mehr Junge werden, sage ich jetzt mal einfach so pauschal, oder es werden auch Junge? Ja. Tatsächlich gibt es nicht so ein ganz pauschales Deshalb. Also bei mir trifft tatsächlich nicht so wirklich zu. Es kann daran liegen, dass man einen Jodmangel hat, war jetzt aber beim, wurde jetzt bei mir nicht. Jodmangel kann man Krebs kriegen, sag ich mal jetzt. Das ist wohl mit ein Punkt, der das auslösen kann. Ja. Okay, habe ich auch noch nie gehört. Nee,
Also ich habe keinen Jodmangel. Ich dachte dann, ja gut, wir haben seitdem die Kinder da sind schon salzärmer gekocht und gegessen. Dann kann es tatsächlich sein, dass wenn man in der Kindheit einer hohen Strahlenbelastung im Halsbereich ausgesetzt war, war ich jetzt aber auch nicht. Also ich meine, ich bin der Tschernobyl-Jahrgang. Ne? Entschuldigung, da frage ich jetzt so blöd nach, aber wann soll man das sein? Ja, wenn man dann vielleicht schon, wenn man eine andere Krebserkrankung eventuell schon hatte, ja, okay. Lymphknoten oder ne, Speicheldrüsen oder so. Oh Gott. Aber ich meine, gut. Hattest du auch alles nicht? Du warst nee, hatte ich auch nicht, gar nicht. Also das, ich fragte auch den Arzt und der hat auch gemeint, das war einfach Pech. Ja, genau. Weil dem was Besseres nicht einfällt, weil da keiner richtig nachfragt. War das es haben auch super wenig Leute tatsächlich. Ja, ich glaube, sind im Jahr 6.500 oder so. Also vielleicht ist es dann, ich habe es jetzt auch gemerkt, so auf meiner Suche nach Gleichgesinnten. Schwierig. Ist tatsächlich ja, schwierig. Aber du hast ja das Interview mit dem Tim gehört. Habe ich, genau. Ja, genau. Bei dem war es ja, ähnlich. Der hatte auch die Form oder ja, oder hat, die ich habe. Und das ist so dieses, wo man dann häufig von den Ärzten zu sagen, zu hören bekommt. Das war auch noch ein schöner Satz von meiner Ärztin, die dann meinte, mein Chef sagte immer, wenn man sich einen Krebs wünschen kann, dann doch bitte den, weil der so toll heilbar ist. Wo ich dachte, danke, ich fühle mich sehr geschmeichelt. Also, ja, ganz toll. Oh Mann. Also, wir wissen alle, was wir meinen, aber ja. Das kannst du vielleicht der Oma erzählen, aber oh Gott bewahre. Ach ja, es ist immer dasselbe bei diesen Geschichten. Und ich werde mich nicht dran gewöhnen können. Ich höre alles auf, wenn das auch aufhört. Ja. Ja, es ist ja Wahnsinn. Okay, und wie ging es dann weiter? Ich springe natürlich jetzt auch immer. Ja, ja, klar. Wir kennen ja schon ein bisschen vom Tim. Ja. Genau, ja, ich warte. Das vergesse ich auch. Ich kann mir nicht Eierkrebs merken. Nein, du hast ja schon ein bisschen. Aber es ist auch wichtig, dass ihr euch glaubt. Ich lege auch meinen Fokus auf jüngere Menschen. Ne? Also, dass wir uns einfach alle vernetzen. Wir Lungenkrebskranken haben uns ja auch schon unheimlich vernetzt. Ja. Und es zeigen sich immer mehr Junge. Und das ist ähnlich. Und bei jeder Krebsart sollte man das so machen. Ja. Auch wenn es, was sind 6.500? Ja, bitte, wenig ist immer relativ. Ne? Kommt auf die Gefahr der Krankheit hin oder was sie für Einschränkungen hat, auch für spätere Leben. Deswegen erzähl doch einfach mal, wenn man gegoogelt hast du dann ja. Ja, ja. Also wie gesagt, wenn man sich daran festhalten möchte, was diese Ärztin meinte, die gute Form davon ist, also dieses papilläre Schilddrüsenkarzinom betrifft tatsächlich die meisten Menschen, die ein Schilddrüsenkarzinom haben und die Heilungschancen sind extrem gut. Also wenn man sich Statistiken anschaut, ne, nach 10 Jahren leben noch, ich glaube, 80-90% der Erkrankten. Und gut. Aber irgendwie so richtig, weil weiß man ja nicht, woher das kommt eigentlich. Und es gibt auch keine Prävention, oder? Es gibt auch keine Vorsorge im Grunde genommen bei so einer Krankheit. Nee, und was ich... Kannst du auch unbemerkt länger leben oder schlägt die schnell zu, dass die metastasiert? War bei mir so, tatsächlich. Also das relativ langsam geht das, aber es befällt dann irgendwann die Lymphknoten im Halsbereich. Mhm. Und von dort kann sich dann weiter verteilen in die Lunge zum Beispiel oder ich glaube in die Knochen auch. Okay, also ja, Metastasierung, okay. Lunge und Knochen, also ähnlich genau. Wie Lungenkrebs. Ja, und wobei ich jetzt Knochen nicht meine Hand für ins Feuer legen möchte, aber Lunge auf jeden Fall. Genau, bei der OP, die ich dann ein paar Tage später hatte, wurde eben festgestellt, dass ich in den Lymphknoten im Hals noch Metastasen habe. Deswegen wurde da einfach auch noch ein bisschen was ausgeräumt. Mhm. Der Arzt meinte auch, es ist zwar die Form, die man sehr gut behandeln kann, aber es war jetzt auch einfach höchste Zeit. Wahnsinn. Ja, also vielleicht, ich weiß es nicht, wäre ich nicht zu dieser Vorsorge gegangen, hätte ich es vielleicht erstmal gar nicht gemerkt, wäre weiterhin ein bisschen müde gewesen, ein bisschen platt, vielleicht hätte ich irgendwann einen dicken Hals optisch auch bekommen, aber dann wäre es vielleicht schon wirklich auch in andere Organe, hätte sich es dann ausgeweitet. Ne? Ich muss mal jetzt eine blöde Frage stellen, weil es mich interessiert, weil ich das auch im Freundeskreis selber weiß, die hat auch gerade einen dicken Hals. Das wechselt immer so. Kann das auch nur Jodmangel sein? Ich meine, ich lege ihr jetzt ja auch Nase, unbedingt zum Arzt zu gehen. Oder ist es so ein typisches Zeichen eigentlich auch für Schilddrüsenkrebs? Nee, in der Klinik waren zum Beispiel auch andere Leute, die dann diese Therapie, nach der OP die Therapie hatten, die ihre Schilddrüse noch haben. Die haben nur einfach eine vergrößerte Schilddrüse. Ja, ja. Das kann dann einfach nur dazu führen, dass man... Also haben ja viele Leute eine Überfunktion oder eine Unterfunktion. Ja, genau. Und auch diese Hashimoto oder so, ne? Diese Autoimmunerkrankung. Ja, also ich bin jetzt auf dem Weg, dass ich ständig zu den Leuten sage, Vorsorge, kontrolliert euch, egal wo im Körper. Macht euch
Hautkrebsvorsorgen, lasst euch durchchecken, nehmt mal mehr Blutwerte als nur die, die die Kasse zahlt, gönnt euch es halt einfach mal. Aber ja, das mache ich ja auch. Ja. Das ist ja auch so mein großes Thema beim Check-up. Ja. Ne? Müsste man viel mehr Blut, sieht man so, so viel. Ja. Da müsstest du auch so für jede Krebsart oder alles, was man untersuchen kann oder nahelegen, das müsste ja im Check-up sein. Ich hatte ja auch vorher meine Diagnose im Check-up, der bringt ja gar nichts. Aber was gibt es denn für eine, ich meine, für jeden Krebs, das ist ja genau das Verrückte, für jeden Krebs, also es gibt, glaube ich, 150 Krebsarten oder so. Ja, es gibt ja ganz viele Krebsarten. Alles kriegst du nicht, aber ich weiß, was du meinst. Und ja, genau, das wollte ich nicht sagen. Wir können jetzt nicht die Blutwerte alle aufzählen, die man dann untersuchen lässt. Aber für die Schilddrüse gibt es ja gewisse Werte, die man gegen Geld... Ja, Schilddrüse auf jeden Fall, ja, gibt es Werte. Und das ist nicht im Check-up drin, oder? Das wüsste ich jetzt auch nicht. Also da sind Werte drin, aber die reichen wohl nicht aus. Da müsste man, sowas wäre ja mal sowas, das könnte man mal zusammenstellen. Mhm. Das kannst du mir schicken, wenn du es weißt. Dann habe ich es mal im Petto. Ja, genau. Ja, dann war die OP. Und bei der OP ist es so, dass man normalerweise, wenn alles gut verläuft, relativ schnell auch wieder nach Hause darf. Also ich glaube, ich wurde montags operiert und durfte mittwochs wieder gehen. Mhm. Und war dann einen Monat etwa zu Hause. Mhm. Und dachte noch, weil der Arzt auch meinte, 2 Wochen sagen wir normalerweise den Leuten. Und ich war aber echt platt. Also es war ich so gar nicht gewohnt und bin auch rückblickend dankbar für diese 4 Wochen, die ich zu Hause war. Mhm. Das heilt super schnell, es ist ein kleiner Schnitt am Hals, also man sieht relativ wenig. Trotzdem wurde ja da innen drin ein bisschen was gemacht. Mhm. Aber das ist jetzt kein Eingriff, der mich sonst irgendwie einschränkt. Ich konnte meine Beine und Arme benutzen. Autofahren war so ein bisschen unter Vorbehalt empfohlen, weil man den Hals nicht so drehen soll, dass da nicht wieder irgendwas aufreißt. Aber sonst konnte ich meinen Alltag relativ normal meistern. Kinder mit den 3 kleinen Kindern? Ja, die waren ja im Kindergarten. Immer noch in gewisser Art und Weise. Ja, genau. Gut, die waren ja im Kindergarten dann morgens wieder. Mein Mann im Homeoffice, der konnte da halt einfach auch ein bisschen mehr abfangen. Und ich habe einfach gesagt, wenn ich nicht mehr konnte, habe mich dann zurückgezogen. Okay, aber gut, die Kinder, kleine Kinder, das ist immer schwierig. Ne? Also ich meine, hast du Familie gehabt oder irgendjemand, der dich unterstützen konnte? Oder ja, meine Eltern wohnen in der Nähe und meine Schwiegereltern auch. Haben wir, glaube ich, gar nicht so regelmäßig dann eingefordert. Also klar, ja. Ach, ich bin dabei sowas nicht zu stolz, aber ich will anderen nicht so gern zur Last fallen. Oh, das musst du dir aber abgewöhnen. Mhm. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Kannst gleich dran arbeiten. Ja. Wichtig, aber kenne ich schon das Gefühl. Ja. Um Hilfe bitten. Richtig. Schwierig. Ja. Ich probiere es mehr umzusetzen, tatsächlich. Ja, bitte, mach das. Ja, ja. Mhm. Ja, genau. Und ja, jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Also, ja, wir waren ja noch da. Ich unterbreche dich immer, es tut mir leid. Ja, das ist gut. Einfach ein authentisches, persönliches Gespräch. Du bist dann, also du hattest so eine Müdigkeit, hast du erzählt. Mhm. Da kommt noch was. Oder ist da noch irgendwie, du hattest so eine Müdigkeit. Der Arzt hat gesagt, nach 4 Wochen. Und irgendwas, war da alles okay? Oder kam da noch? Wegen der Müdigkeit? Nee, es war tatsächlich, also ich habe ja dann auch, dadurch, dass ich jetzt gar keine Schilddrüse mehr habe, muss ich die Hormone, die normalerweise die Schilddrüse produziert, die für den Stoffwechsel verantwortlich sind, jetzt einfach jeden Morgen einnehmen. Mhm. Und da ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass das ein bisschen dauert, bis das richtig eingestellt ist. Mhm. Ich dachte für mich, okay, ich bin so und so groß, so und so schwer, ich habe keine Schilddrüse, also nehme ich so und so viel Mikrogramm, muss ja relativ einfach sein, aber ist es scheinbar nicht. Und ich war letztens bei der Nachsorge und habe der Ärztin eben auch erzählt, ich bin hundemüde. Hätte ich keine Kinder, würde ich den halben Tag schlafen. Ich muss mich, also die Kinder sind so, die spornen mich an, weil ich halt denke, ich kann mich jetzt nicht einfach hinlegen, weil der eine ist so klein, am Ende stürzt er sich irgendwo in ein Loch. Ne? Ich muss ja gucken. Ja. Und die meinte auch, das kann jetzt noch ein paar Wochen so gehen, da müssen wir jetzt mal schauen. Mhm. Das ist halt für den Alltag ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, vielleicht liegt es auch wieder daran, dass die meisten Patienten auch wieder alt sind. Der ist gar nicht bewusst, was du für einen Alltag hast mit 3 Kindern. Ja. Aber da ich auch überlege, bei Krankenkasse kann man oft so Notfällen in Haushaltshilfe beantragen. Mhm. Aber haben wir auch schon versucht. Es ist dann auch wieder schwierig, weil wenn der Mann nicht arbeitslos ist, geht es auch wieder nicht. Es gibt ja schon die komischsten, Ja.
Gesetze, sage ich mal so. Kommt nicht immer auf die Situation, sind irgendwelche komischen Paragraphen, egal. Komme ich jetzt nur drauf, weil in so einem Fall ist es ja eigentlich schon wichtig, gell? Ja, klar, in gewissen Punkten wäre das hilfreich. Ja, du brauchst ja die Entlastung. Aber zu wissen, jemanden zu haben, ja. Das hat sie dir gesagt und jetzt musst du damit leben, dass die Medikamente noch nicht so wirken, aber irgendwann wirken. Oder die Hormone, sind das Hormone oder Medikamente? Hormone, genau, Hormone, ja. Ich warte jetzt auf meine ersten Blutergebnisse für nach der ganzen Therapie. Ja. Und schau dann mal. Also es hieß 2 bis 3 Wochen muss ich warten. Finde ich auch irgendwie gerade so hibbelig. Ne? Ja, natürlich. Welchen Rhythmus hat man denn nach Untersuchung? Oder was sagt man denn auch? Hat man so ein Staging dann auch? Oder Routinekontrollen oder einmal im Jahr? Oder wie läuft es da ab? Also ich hatte ja noch nach der Operation ein paar Wochen danach die Radiojodtherapie. Mhm. Das ist dann der Versuch, die letzten eventuellen Metastasen, Krebszellen, Schilddrüsenreste aus dem Körper rauszukriegen und aber auch zu gucken, weil man dann so ein PET-CT macht, also eine Ganzkörperaufnahme, ja, ob es irgendwo noch Metastasen gibt. Das machen die schon auch. Okay. Genau, das muss gemacht werden. Das habe ich auch nochmal im Herbst und gegebenenfalls nochmal Anfang nächsten Jahres. Das ist so ein bisschen abhängig davon, wie jetzt die Ergebnisse sind. Und jetzt läuft es erstmal so, die ersten 5 Jahre habe ich alle 6 Monate eine Kontrolle. Mhm. Und dann kommt es darauf an, wie meine Ergebnisse sind. Wenn das alles jetzt relativ stabil bleibt und alles in einem zufriedenstellenden oder guten Bereich, dann wird man das wahrscheinlich ausweiten auf einmal im Jahr. Mhm. Und ja, so läuft das dann mein Leben lang weiter. Mhm. Genau. Mein Leben lang, ja. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist da, dass der Krebs zurückkommt. Auch wenn ich keine Schilddrüse mehr habe, kann trotzdem im Halsbereich wieder was auftauchen. Das muss eben geprüft werden. Und dadurch, dass ja auch mein Körper an sich Hormonschwankungen unterlegen ist, heißt das so? Also ja, für mich so spät. Ausgesetzt. Ja. Logisch. Spätestens ja auch noch einiges. Ne? Der nächste Schritt, der mir wieder einfällt, wäre dann die Wechseljahre. Dauert hoffentlich noch einen kleinen Moment. Ne? Aber ich glaube, spätestens dann wird sich bestimmt noch mal ein bisschen was verändern. Auch dann an der Medikamentengabe. Ja, es kann ja auch sein, dass die Entwicklung da stärker ist. Wobei nicht so viel geforscht wird bei so wenigen. Aber bei euch ist ja auch schon einiges geforscht. Also wie gesagt, vor meinem Podcast hätte ich jetzt Schilddrüsenkrebs jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt irgendwie. Nö. Also oder Hodgkin-Lymphom und was es alles gibt. Ja, ja, genau. Ja. Und noch viel wildere Sachen, von denen du noch nie gehört hast. Ich meine, wer setzt sich auch mit Krebs auseinander, wenn es nicht hat? Also es ist ja auch nicht das schönste Hobby, außer die Ärzte jetzt. Ne? Nee, eben, aber es ist trotzdem, glaube ich, auch, also für mich jetzt, dass ich denke, na gut, dann gibt es halt, ich habe zum Beispiel auf der Arbeit, arbeite ich mit jemandem zusammen, der hat Leukämie. Und ich dachte, Leukämie ist, da gibt es eine Form von, fertig. Ja, genau. Ne, gibt es auch überall nochmal Unterscheidungen, die dann... Ja. Ganz blöd ausgedrückt, mal mehr, mal weniger schlimm sind. Ne? So, ja, oder auch halt medikamentös gut in Schach zu halten. Richtig, das weiß auch ja auch kein Mensch. Es gibt die unterschiedlichsten, ja. Stimme ich dir ganz zu, habe ich jetzt auch erst gelernt. Ja. Mich war auch mal Krebs gleich Krebs. Eine Chemo und das ist Krebs. Also es gab nichts anderes. Das ist ja das Spannende. Dass es schon so weit entwickelt ist und da bekommen ja nicht mehr Ärzte mit, was los ist. Also die kennen sich ja auch nicht aus, die Hausärzte. Das ist ja das Problem, dass die auch oft dann gar nicht weiter schicken dich oder so. Ja, aber genau. Dann bist du jetzt eigentlich, du bist quasi ja so auf, in Warteschleife noch auf der Kippe und hast wahrscheinlich sehr mit Ängsten zu tun auch und was ja ganz natürlich ist und was ja auch oft ist, was ich auch immer wieder betone im Podcast, du hast ja, eigentlich kommt der Schock ja auch oft erst danach. Ne? Du bist ja im Stress der Behandlung und wartest ab, aber das ist ja ein einschneidendes Erlebnis, so die Diagnose. Das vergessen ja auch die meisten immer. Die denken immer, okay, es ist so durch, Arzt gibt okay, ist ja alles gut, aber ist eben nicht alles gut. Du musst einmal im Jahr hin. Das schafft sehr viel Ängste und Druck. Und wie gehst du damit um oder hast du dir professionelle Hilfe gesucht? Oder genau das ist der Punkt. Ich wurde von einigen Freunden, denen ich es dann irgendwann erzählt habe, angesprochen, du gehst so locker damit um. Mhm. Und ich dachte dann, naja gut, ja, es ist Krebs, aber mir sagt ja jeder Arzt, man kann es so gut heilen. Und mir wurde auch nicht gesagt, verabschiede dich mal von deiner Familie oder irgendwas, sondern... Das wird ja auch nicht sagen.
sondern einfach so, du hast das, man operiert das jetzt raus, man behandelt es noch einmal nach und dann ist es sehr wahrscheinlich vorbei. Mhm. Und dann dachte ich, ja gut, warum stelle ich mich jetzt hier nicht so an? Also da gibt es Leute, denen geht es extrem beschissen. Und ich habe keine Chemo, ich habe, ne, mir fallen die Haare. Was redest du mit dir? Was hast du für eine unachtsame Kommunikation? Ja, das war halt wirklich... Ich auch erst lernen, ne? Ich weiß, also ich habe 4 Jahre Arbeit schon hinter mir, deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Mhm. Aber mach mal weiter, das schreckt mich jetzt gerade nicht so. Ja, und das dachte ich die ganze Zeit. Und dann merkte ich aber irgendwann, nee, ich finde es gar nicht so lässig, weil, also klar, gibt es unterschiedliche Arten von Krebs und die sind, wie wir es eben gesagt haben, mal besser, mal schlechter behandelbar, aber das Wort hat mich doch extrem erschlagen. Und das heißt ja auch nicht, dass es das jetzt irgendwie war, nur weil man es gut behandeln kann. Ich muss jetzt mein Leben lang in Nachsorgen gehen und immer wieder gucken lassen und ja, gehe einfach jetzt komplett anders an gewisse Sachen ran, weil ich denke, es war ein Anruf, der gereicht hat, ganz viel in meinem Alltag durcheinander zu bringen und macht dann doch mental mehr mit mir, als ich dachte. Ich habe schon eine Psychotherapeutin, die ich seit letztem Jahr im Sommer schon habe, wegen anderen Themen und fand das aber für mich ganz praktisch, dass ich jetzt jemanden habe, mit dem ich sprechen kann, der da emotional anders drin ist. Also als ich es meinen Eltern erzählt habe, waren die natürlich irgendwie geschockt. Und mein Mann ist da natürlich ein emotionaler Beistand, aber das ist, glaube ich, nicht so eine neutrale Schiene im Freundes- oder Bekanntenkreis. Nee, ist auch nicht gut. Nee. Die Angehörigen müssen eh so viel tragen. Ja. Also, da braucht man Dann war das für mich einfach, dass ich dachte, nee, ich brauche andere Betroffene und eben auch mal Gespräche mit meiner Therapeutin. Leute, die das auch verstehen können, die das nachvollziehen können, weil es eben nicht mit dem... Also ich merke es jetzt, wenn ich meiner Familie erzähle, ne, erste Ergebnisse von diesem Ganzkörper-CT sahen gut aus, keine Metastasen in der Lunge, ist vermutlich alles rausoperiert worden. Super, mega geile Nachrichten. Natürlich sind es mega geile Nachrichten, freue ich mich auch. Trotzdem habe ich noch ein bisschen Schiss, weil es nur heißt, man kann sein, dass da trotzdem was ist. Das sind keine super scharfen, hochauflösenden Aufnahmen. Es sieht nur so aus, als wäre da nichts. Und in meinem Hinterkopf ist immer noch so dieses Quäntchen, was wäre, wenn? Ja, und immer noch Druck im halben Jahr oder im Jahr, was ist die nächste Untersuchung? Ja. Klar, die Leute, es ist das Angstbehaftete, ne? Ja. Weil das wird immer so sein, sie können es nur oberflächlich betrachten. Also da musst du schon sehr empathisch sein, aber ich habe dieselben Erfahrungen. Und irgendwann konnte ich damit auch nicht mehr umgehen, dann habe ich mir andere Menschen gesucht. Deswegen, bist du auf Instagram, da fällt mir auch immer ein, du erzählst gleich weiter, aber ich musste eben einspringen wieder, sonst vergesse ich es ja wieder. Ich bin jetzt vergesslich. Jetzt habe ich ja die Chemo auch als Ausrede. Weil ich vergesslich bin. Bist du auf Insta, also mit Hashtags, den Tim, aber da sind trotzdem so wenige, weil ich sage ja immer, ihr müsst euch alle zusammentun. Ihr müsst euch zusammentun. Das ist, du wirst so gut verstanden von einem, da braucht man auch keine großen Worte, weißt du? Wenn man alle im selben Boot sind, brauchst nicht drüber die Krankheit reden. Da weißt du, da wissen die, wovon du sprichst, sagen wir mal. Und genau das hast du, ne? Und deswegen ist es so wichtig. Ja, doch, über Hashtags habe ich gesucht. Tatsächlich findet man relativ wenig. Habe mir aber auch schon überlegt, ob ich nicht einfach mal Leute anschreibe und frage, ob wir irgendwie eine Gruppe gründen wollen, nur um sich auszutauschen. Ja. Und was es aber gibt, ich kenne es auch als Podcast, ist aber auch einfach so, ich glaube, es ist ein Verein deutschlandweit, junge Erwachsene mit Krebs. Genau, Jung und Krebs, die haben überall. Genau. Ja. Da kannst du übrigens auch eine eigene Gruppe gründen, aber da könntest du gucken, Haben wir schon. Drin. Genau. Und wir treffen uns heute Abend. Ach, cool. Ach super. Es gibt eine hier für Wiesbaden-Mainz. Und ich glaube sogar, dass Tim, war der nicht auch aus Mainz? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr, ich habe zu viele Interviews inzwischen. Ich habe es mir auch gerade eingeschaut. Ich kann mich noch an die Namen erinnern. Auch an Tim, ich habe auch mit ihm privat gesprochen mal, ja. Ja. Und das ist eine Gruppe aber es ist gemischt, das ist jetzt nicht auf die Schilddrüse begrenzt. Und heute Abend, ich glaube, wir sind nur eine kleine Gruppe. Es sind einige Demo und einige hatten gerade eine OP, aber ich glaube, wir sind zu dritt oder zu viert heute Abend und ich freue mich. Also bin sehr gespannt. Das wird toll werden. Ich war auch mal in Jungenkrebs in München, aber ich war zu alt dafür, weil wenn du über 50 bist. Die sind halt doch in deinem Alter, die sind zwischen 20 eben und Ende 30.
Ja. Und das ist aber eine ganz andere Atmosphäre. Das wird dir gefallen. Und umso kleiner, bei mir war es, ich fand es schon fast zu groß. Ist doch super, dann hat man viel bessere Zeit und kann auch was unternehmen zu viert. Nee, finde ich auch gut. Reichen ja. Viel Erfolg, viel Spaß, super. Danke. Das ist schon mal ein guter Anfang. Mhm. Dann hast du schon mal deine, findest schon welche, da kannst du dich, wenn es nicht dieselbe Krebsart ist, ihr seid im selben, wir sind im selben Boot mit Krebs. Ja, genau. Die selben Ängste und Herausforderungen, die wir haben. Ja. Ja, schön. Und also, du bist ja nicht frisch diagnostiziert, dann ist es auch noch was ganz anderes. Ne? Du bist doch so am Anfang und hast du dich mit deinen Ängsten zu tun, hast uns erst in die Wege geleitet, kennt man ja, und dann macht man noch seine Erfahrung all die Jahre. Aber das kann ich auch nur, unterstützen oder sagen, immer wieder betonen, wirklich such dir Gleichgesinnte so schnell wie möglich und Psychoonkologie dann halt, also dann bist du schon neben den Herausforderungen, die du weiterhin im Leben hast, ne? Dann bist du schon auf der richtigen Seite. Aber mehr können wir nicht tun. Wahrscheinlich bist du genauso, wie ich das auch kenne, und viele stark, weil du es akzeptiert hast oder weil man auch noch so ein bisschen im Schock ist, weil das zu realisieren dauert auch länger. Das ist auch ein Prozess von Jahren, so sehe ich das. Macht jeder seine Erfahrungen. Aber man will auch niemanden zur Last fallen, sicherlich, und weil man sich auch nicht verstanden fühlt. Und dann muss man, glaube ich, zwei Seiten auffahren, ne? Die eine private Seite, wo die Menschen einfach mit den Ängsten konfrontiert sind und mit dir nie, also zum Beispiel über meinen Krebs kann die Familie nicht reden. Also das ist ein totales Tabuthema. Mhm. Und das ist für mich total schlimm, gerade auch, weil ich ja so viel Aufklärungsarbeit mache. Das interessiert mich auch nicht. Aber ich muss lernen, das zu akzeptieren, weil können sie auch nichts dafür, weißt du? Sie sind halt so. Sie meinen es ja nicht böse. Aber ich muss das psychologisch verkraften. Ich habe da halt viel dran und muss das dann auch irgendwo wieder lassen oder mit umgehen können. Ich meine, die ziehen halt alle ihren Stiefel. Es ist leichter, wenn man die Tür hinter sich zumacht und aus dem Augen, aus dem Sinn. Und das können wir leider nicht. Sehr gut, aber dein Rucksack wird immer größer und schwerer, ne? Genau. Ja. Deswegen ist ja meine Arbeit so wichtig, weil die ist für mich, das können auch manche nicht voll nachvollziehen, die Arbeit bringt mir nämlich genau die gute Energie, die ich brauche. Mhm. Weil du triffst dann auch Menschen, die dich verstehen und die sich auch engagieren. Und dann bist du, also für deinen Krebs. Und das ist so schön, da denkst du, boah, es gibt so tolle Leute. Das ist ja nicht deine Familie. Das ist so schön dann. Und deswegen ist es so wichtig da irgendwie. Oder bringt mir das auch so viel, diese Arbeit? Leute denken immer, ich reibe mich auf. Ich reibe mich überhaupt nicht auf. Aufreibung ist für mich privat. Aufreibung ist mich die Ignoranz der Leute und die Ängste. Ja. Da könnte ich die wildesten Geschichten erzählen. Und da macht man auch seine Erfahrung. Deswegen ist es gut, sich so einen Freiraum zu schaffen. Oder so eine Gruppe. Das ist schön. Kannst du auch betonen. Oder gut, du wirst noch am Anfang. Aber du möchtest auch viele neue Leute kennenlernen, das höre ich auch was. Oder junge, du möchtest auch was bewegen, oder so ein bisschen? Ja, weil ich es einfach, das war ja bei mir nur einfach ein Zufallsbefund. Ja. Und deswegen finde ich es einfach so extrem wichtig, zur Vorsorge zu gehen. Aber auch solche Sachen wie Gynäkologietermine oder irgendwas. Ja. Also ich war jetzt letztens, hatte ich meine halbjährliche Untersuchung, habe dann auch gemeint, Schall, alles, was du finden kannst, war mir nämlich gar nicht bewusst, dass es da Möglichkeiten gibt. Ich dachte, durch dieses, ich lasse alle halbe Jahr mal meine Brust abtasten, langt das. Natürlich nicht. Also das mache ich jetzt einfach regelmäßig selbst, habe es mir in den Kalender, eine Erinnerung gestellt. Und Was ist in Erinnerung? Abtasten? Dass ich meine Brust einfach abtaste. Das war mir nicht bewusst, dass das nicht reicht. Einmal beim Gynäkologen. Ne, so. Ja, die Brust kannst abtasten, aber die Gebärmutterhalskrebs kannst du auch nicht abtasten. Nee, genau, aber da kann ich zumindest einfach dann schallen lassen oder den Abstrich bezahlen. Ja. Das ist der Abstrich ist ja sogar einmal im Jahr. Also das habe ich auch immer gemacht, die Vorsorge. Ja, aber neu ist, glaube ich, sagte jetzt meine Ärztin, wenn der jetzt negativ ist, der Abstrich, und das ist er wohl, weil sie mich nach 3 Wochen nicht angerufen hat, dann zahlt die Kasse erst wieder in 3 Jahren. Nee, echt? Wurde jetzt, ich glaube, das hat sich geändert. Also, das heißt, ich gönne mir das jetzt halt einfach einmal im Jahr. Bist du geimpft? Weil wie heißt dein Krebs? Der hat mich gleich erinnert an die Papi. Es gibt doch diese HPV-Impfung. Ja, ja, genau. Auch viel Werbung gemacht. Das ist für mich auch gerade ein aktuelles Thema, weil meine Tochter in dem Alter ist. Ja. Die wird jetzt auch geimpft. Und das ist ja auch so Papillot. Irgendwas mit Papillot. Deswegen habe ich jetzt auch gedacht, ist da wieder eine Verbindung? Kann ja auch sein. Ich glaube, ich war damals schon zu alt und man sollte das am besten vor dem ersten Geschlechtsverkehr machen. Also war nur die Frage ist, diese Schilddrüsenkrebs, kann das auch? Ist das ein ähnlicher Virus oder wie ist das? Aber das weißt du auch nicht. Wäre mal interessant. Also soweit ich weiß, gibt es da keine Impfung gegen.
Nee. Nee, eine Impfung nicht, aber der Name ist ähnlich, weißt du? Ach so, mal? Ja, das weiß ich nicht. Ja. Papilloviren und Viren oder wie sie halt heißt. Ja, aber weißt du, du kannst dich auch nicht gegen jede Krebsart schützen, dann bist du ja wahnsinnig. Es gibt ja noch ganz viele andere schlimme chronische Krankheiten. Ich denke mal, wir müssen aufklären, dass da wirklich ein Check-up bei Krankenkassen mehr gemacht wird. Ja. Das wäre wichtig. Da bräuchte man aber schon mal eine große Lobby. Aber wir arbeiten dran. Ich sage immer, lieber ein Tropfen auf dem heißen Stein als gar keiner. Aber gegen alles, das geht halt einfach nicht. Aber wenn du siehst, das ist gerade die Schilddrüse, da kannst du was machen. Also, oder ein paar mehr Blutwerte. Und ich mache das ja auch schon, seit ich meine Diagnose habe. Ich lasse ja auch vieles Wichtige im Blut abchecken, was ich für viel Geld bezahlen muss, was aber total wichtig ist. Ja, also gerade so Selen oder so Grundwerte, die so wichtig sind. Bei der Zellteilung gibt es so viele Sachen. Mhm. Oder bei der Abwehr. Und das wird alles ignoriert. Also, sei mir nicht böse. Da läuft das falsch. Gerade auch Vitamin D, ne? Jetzt ist es schon seit Jahren, ist es seit Jahren bekannt, dass es auch präventiv. Hast du deinen Vitamin D-Spiegel auch mal kontrolliert? Habe ich. Und der war komplett im Keller. Ach, sieh meiner an. Siehst du, habe ich neulich auch wieder eine E-Mail bekommen. Ja. Genau. Bei meiner aber übrigens auch Jahre im Keller und da hat mein Arzt gelacht. Das war noch bei einer Heilpraktikerin. Inzwischen weiß ich ganz viel darüber, gibt es viele Studien. Und jetzt lese ich es in den Mainstream-Medien heute, habe ich gleich gepostet. Also jetzt ist es angekommen in Allgemeinbevölkerung. Wackelig, aber es ist angekommen. Aber ich glaube, bei den Ärzten noch nicht. Also meine Ärzte interessiert der Vitamin D-Spiegel nicht. Das mache ich alles persönlich selber. Und ich bin Lungenkrebspatientin, ne, wo man auch sagt, hallo, es ist nicht nur präventiv, es unterstützt den Körper auch, schon wenn du erkrankt bist und kann, sag ich mal, dem Tod sterben werden wir eh mal alle mal, aber so einiges herauszögern, weil es einfach super wichtig für den Körper ist. Ja. Und so einfach, kostet halt keinen Cent, ne? Kannst nichts dran verdienen. So Vitamin D-Prävention ist ja super billig. Also wirklich ist eines der billigsten Präventionen, die ich kenne. Kostet ja nicht viel Vitamin D. Umso größer, umso der Grund ist einfach, ne, zu machen. Ja, und vor allem, ich sag ja, kann man, es gibt so ein paar Grundwerte, steht auch überall, wenn man ein bisschen genauer checkt. Aber das siehst du halt auch. Du sagst präventiv, präventiv, präventiv. Aber wie gesagt, alles geht nicht zu sehr in die Angst rein, ne? Mit drei Kindern fragt man sich, warum, ne? Also, wieso ist sowas nicht entdeckt worden? Ich sag auch mal, Schilddrüse mit Hormonen müsste man doch auch genauer abchecken. Die Schilddrüse ist doch so ein hochsensibles Organ, was so wichtig ist und was eigentlich in der Prävention fast ein bisschen untergeht, gell? Ich glaube, Schilddrüsenuntersuchung, ist die dabei? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, es werden Werte genommen, aber die reichen eben nicht aus, um alles zu sagen. Ja, oder mal, sie wird halt nicht geschaltet. Ich war vor Jahren bei der Hausärztin, also da weiß ich, da hatte ich schon mindestens ein Kind und saß da und sagte, ich bin völligst im Eimer, ich bin so müde. Ach komm. Und dann meinte sie auch, ja, dann müssen Sie Sport machen. Ja, oder wieder gegangen. Ja, komisch, gell? Da kriegst du so Standardsätze entgegengesetzt. Meist sind wir ja sportlich und müde. Wir haben ja alle, also die jungen Leute, tut mir leid, ich kenne die meisten jungen Leute, die Krebs haben, haben relativ gesund gelebt, also normal gesund. Sportlich sind sie alle, übergewichtig sind, kenne ich auch keinen. Bin ich jetzt noch keinem begegnet. Aber, und das müssen wir uns immer überall auch anhören, achten Sie auf Ernährung, Sport. Sorry, machen wir alles. Warum kriegen wir trotzdem Krebs? Das erklärt uns keiner. Und das wissen wir, aber es kann auch an der Luftverschmutzung liegen. Ich sage ja, ich forsche da immer eher nach. Ich habe bei Lungenkrebs so viel rausbekommen und so viele wissenschaftliche Studien, dass die Luftverschmutzung schuld ist, interessiert trotzdem keinen. Musst du immer noch die blöden Sätze anhören. Und ich habe jetzt gerade Chemo und ich habe mich gesund ernährt die letzten Jahre. Und ich fress, auf gut Deutsch gesagt, dieses ungesundeste Zeug in mich rein. Und ich sage, das ist mir jetzt so egal, weil das ist jetzt einfach gut. Zunehmend tue ich leider gerade sowieso nicht. Aber irgendwann hört es dann auch auf. Dann braucht der Körper das jetzt. Ist halt einfach so. Ne? Und ich wollte gerade sagen, vielleicht möchtest du es jetzt einfach mal haben. Ja, und dann sage ich, das ist nicht mein Weg mit der Kastei und mit der Ernährung, haben andere. Aber meiner scheint es nicht zu sein. Können jetzt schon wieder bitterböse was anderes sehen, aber ich sage, jeder Körper und Mensch ist anders. Aber es ist dann auch so wichtig, ne? Also, mir geht's gut, relativ. Gut. Dank der modernen Medizin muss ich auch sagen, ich bin sehr ganzheitlich unterwegs, aber im Moment rettet mich gerade die Schulmedizin. Ich habe eine Schmerzpumpe, ohne die würde ich das auch nicht schaffen, weil solche Schmerzen, die ich hatte, dann, wie gesagt, dann ist da auch was drin gegen die Übelkeit. Ja. Aber so eingestellt, dass es auch wirkt. Also dafür, dass ich da gerade zwischen der Chemo rumhüpfe
und auch nicht im gesundheitlich guten Zustand bin. Das merkt man jetzt hier beim Zoom nicht. Wenn ich jetzt wirklich erzählen würde, wie es hinter verschlossenen Türen ablaufen würde, wäre das auch kein schöner Film. Mhm. Da konzentriere ich mich genauso wenig wie du drauf, aber ich achte auch sehr auf mich. Und das wünsche ich dir auch. Danke. Ja, ich nehme das alles mit. Ich nehme das mit. Ich weiß es, umsetzen ist schwierig. Ne? Ja, aber ich weiß, es ist ein Prozess. Und ja. Ich sage es dir, auch wenn du selber weißt, sage ich es dir nochmal oben drauf. Das ist mir egal. Weil ja, es ist wirklich, du hast 3 kleine Kinder. Ich habe so viel Mitgefühl mit dir, weil das ist wirklich schwer. Ich habe jetzt eine pubertierende Tochter. Also ich habe fast Freiheiten, kann man ja sagen, weil so ein Pubertier will nicht mehr viel mit dir zu tun haben. Aber auch anders anstrengend. Ja, es ist auch anders. Natürlich geht es mit der Krankheit um und leidet anders. Ja. Aber ich habe Zeit zu arbeiten, weißt du? Ich habe die Zeit und du hast sie letztendlich jetzt nicht so. Also du musst dir wirklich mehr holen und dann mach dann echt feste Termine mit deinen Schwiegerleuten und Eltern, wo du sagst, da mache ich mir eine Auszeit. Und arbeiten tust du auch noch, habe ich gehört, rausgehört. Ja. Was machst du denn? Also viele Stunden auch noch bei 3 Kindern? Was macht ihr? Ich habe 30 Stunden. Und ich arbeite so im Jobcoaching. Ach, also du machst nicht Jobcoaching, machst du Coaching? Business-Coach? Ja, ich bin fest angestellt. Okay. Und wir arbeiten mit Langzeitarbeitslosen zusammen. Ah, ja, kenne ich. Und probieren sie irgendwie ganzheitlich zu betreuen und im besten Fall wieder in Arbeit zu bringen. Mhm. Und habe da einfach regelmäßig Gespräche mit einer festen Klientel. Und auch kein einfacher Job, ne? Da musst du das ja auch ganz schön abgrenzen, weil ich weiß schon, was da rumläuft. Ich habe sowas auch schon mal gehabt. Ich war schon mal arbeitslos und bin da rein. Ich meine, ich bin jetzt... Da geht es ich hätte es nicht gebraucht, sagen wir mal so, aber ich weiß, was da rumläuft und nicht einfach. Nee, es ist auch tatsächlich manchmal ein bisschen frustrierend. Ich krieg's nur tatsächlich ganz gut hin, die Arbeit im Büro zu lassen. Ich muss nur gucken, dass ich nicht manchmal auch Privates irgendwie mit reinnehme, gedanklich. Da mich ein bisschen besser abzugrenzen. Aber, also du hast volles Programm und dann noch deine Krankheit. Also du kriegst jetzt echt, hast jetzt eine Ansage von mir bekommen. Ich kann dich leider nicht kontrollieren, aber bitte mach dir irgendeinen Erinnerungszettel oder ein Erinnerungsding einmal am Tag dran, dass du dir echt Zeit für dich nimmst. Und ja, ich meine, gut, du gehst jetzt zu deiner Selbsthilfegruppe, aber ich kann es immer nur wieder betonen. Unsere Psyche ist so wichtig und das psychische und physische Wohlbefinden. Ja, nee, absolut. Nee, es ist auch für mich, wenn ich eine positive Sache aus diesem ganzen Kack mitnehmen kann, dann ist es wirklich dieses zu lernen, mehr auf mich zu achten. Ja, sehr gut. Ich bin noch in diesem Anfangsprozess, aber ich habe jetzt einfach gemerkt, wie schnell ein einziger Anruf, wie ich es eben schon sagte, so viel verändern kann. Und vielleicht kommt in ein paar Jahren nochmal ein Anruf und der ist nicht mehr so schön. Und da möchte ich bis dahin einfach gelernt haben, gut mit mir umzugehen und auch mit besser auf mich zu achten. Ja? Geh in die Ängste auch ruhig rein, ne? Lass sie zu, nicht verdrängen. Immer schön reingehen. Und dann lösen sie sich oft echt auf. Und zum Beispiel, ich habe jetzt am Dienstag per CT. Also meine Situation ist ja eigentlich, ich habe ja schon einen Podcast gemacht zwischen Leben und Scherben. Ja. Aber ich kann da komischerweise ganz gut mit umgehen. Das ist sehr viel Akzeptanz. Das heißt nicht, dass ich das toll finde, aber was bleibt mir übrig? Weil die Ängste, das bringt mir nichts. Und die habe ich auch nicht. Weil ich sehe eher so, was kommt und dann schaue ich weiter. Weil dass ich schon in einer blöden Situation bin, ist seit der Diagnose klar. Ja. Aber da geht es dann wieder wirklich darum, das Beste draus zu machen, ohne Gefühle zu unterdrücken und schön zu reden. Das muss ich auch wieder betonen. Ne? Und deswegen auch wieder eine Aufgabe suchen. Vielleicht hast du, das weißt du selber, Gamechanger Krebs, vielleicht ist es beruflich, kommt da auch nochmal was Neues, who knows, aber Selbstfürsorge ist für gesunde Menschen schon wichtig und wird oft unterschätzt und bei uns Krebsdiagnostizierten auf jeden Fall noch wichtiger. Ja. Aber das weißt du. Aber ich kann es immer nur wieder 1000 Mal erzählen, das ist halt mein. Sag es, das hören ja Leute auch hier dann irgendwann zu. Ja, das soll ja auch ins Unterbewusstsein reinkommen, ne? Immer wieder. Deswegen. Sorgt für euch selbst. Ja, genau. Ja. Ich fühle mich schon wie Laura Marlina Seiler der Krebskranken. Aber es ist echt, das ist ja die ganze Arbeit, habe ich ja daher mitgenommen. Aber gut, so gesehen hast du jetzt alles für dich eigentlich gesagt, oder? Ja. Der Fürsorge ist ja sehr wichtig. Vielleicht kannst du es mit dem Blutwert mir einfach nochmal schicken, dann kann ich das in die Shownotes reinschreiben. Ja. Das schadet ja nicht. Und auch gerne noch, wie man dich erreicht.
für die Kontakte, weil es haben sich schon viele Netzwerke durch den Podcast. Ja, mache ich. Ich die Leute connecten dich. Ich meine, Tim hast ja auch dadurch gefunden. Connecten mich. Ja, sehr schön. Ich danke dir für deine Geschichte. Sie war jetzt kürzer als sonst, aber es macht nichts. Es ist so wichtig, dass jeder das erzählt und sich traut, weil jede Geschichte zählt einfach. Ja, danke fürs Zuhören und für diesen Raum. Nee, ich danke dir für die Zeit und für den Mut, darüber zu sprechen, weil ich weiß, wie viel Mut das kostet. Gell? Also alles Gute dir. Dir auch, vielen Dank. Und ja, alles Gute einfach. Was soll ich dir mehr wünschen? Wird schon. Nee, das wird. Hoffnung stirbt zuletzt. Mach weiter so, ne? Alles Liebe. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.